Und es kann weitergehen mit Let's Play Scarlet Nexus. Ich bin es euer SimmerFX. Beim letzten Mal haben wir wieder hier ein paar Vertrauensepisoden mit unseren Leuten gemacht. Unser hartes Training hier mit Luca durchgezogen. Und sonst auch hier wieder mit unseren Freunden getratscht. Aber wir sind noch nicht fertig, bevor es hier mit der Hauptstory weitergeht. Wir haben hier nämlich noch zwei schöne Szenen. Oh. Das ist der Dialog weitergegangen, aber nichts Neues, nichts sehr Wichtiges. Wir machen jetzt hier weiter und zwar mit Arashi und der Wärterin Kyoko haben wir auch noch ein Event, weil Leute, wir haben uns zwar noch vor einiger Zeit versucht, uns gegenseitig umzubringen, aber es ist alles vergessen beim guten Bier. Ich möchte mich nochmal für den Kampf in Misawa entschuldigen. Könntest du nochmal ins Musubi kommen? Ich warte auf deine Antwort. Ja, freilich! Genehmigung sein, hm? Wir mussten damals kämpfen, also bin ich mir nicht sicher, was ich von deiner Entscheidung halten soll. Aber wenn es dir dann besser geht, treffen wir uns, Kyoka. Ich komme gleich ins Musubi. Du vergibst viel zu leicht, Junge. Thank you for coming. I'm sorry about what happened in Mizuhagawa. You don't have to apologize. We both had our reasons, so no hard feelings. I'm glad to hear you say that. I really wanted to go easy on you. You were a lot stronger than I anticipated, so I couldn't afford to hold back. Did you get hurt? You don't need to worry so much. I wasn't hurt, and even if I was, I can give myself first aid. Wow, that's impressive. I've always studied all sorts of things, so I could do anything on my own. I see. I do remember you having a good head on your shoulders ever since you were little. Hmm? Since I was little? How do you know what I was like when I was little? Oh, I was just imagining it. I'm sure that's what you must have been like. Why is she so panicked all of a sudden? I suppose I shouldn't doubt her since she's just worried about me. Anyway, I'm totally fine and I can take care of myself. Really, it's okay. All right. I'm sorry I'm such a worrier. I'd just like you to make one last promise to me. Stay away from Togetsu. Togetsu? Why should I promise that? I can't tell you why, but something dangerous might happen to you if you go there. I can't make a promise without knowing why. You have a point. I'm so upset that I can't do anything about it. I don't know what you're hiding or what you're trying to say to me, but I can tell that you're worried, so thanks for looking out for me. Be careful, Yuito. You too. So, you said you wanted to test this battle support program? Yeah, I want you to try it out. Is it safe? That's what the test is for. We don't have much time, let's get started. I'm installing it now. Okay, it's installed. Try using your power. Power? Okay. I can lift up this cup. What's going on? I'm seeing noise. Calm down. It'll go back to normal once you stop consciously using your power. Oh, you're right. That really surprised me. Nice. It was a success. What is this program? When it detects power usage, it affects your visual senses to discourage its use. I call it the Forced Break program. What? Why did you make a pointless program like that? It's not pointless. If you apply various conditions to the program, you'll be able to restrict overworking. It's even more effective with an organization like the OSF, where powers are necessary. Nobody can be working 24/7. In other words, I considerately made this program so people can use it as an excuse to rest. I still think it was pretty reckless to stick it in my head. Anyway, you can't fight now, which means you have to rest. Enjoy your free time. Well, I am pretty tired. Why don't you order something? Nothing like eating your favorite food into a food coma. Okay, then. I guess I'll take a break. Although, I've got tons of problems I should be dealing with. I wish Nagi were here. What's with all the sighing? Am I that boring? Oh, sorry.
I didn't mean anything like that. There's just so much happening that I'm having a hard time relaxing. I don't know how to deal with it. It's easy. Just do whatever it feels like your body wants to. You know, like this. Just lean back. Ugh, that's so relaxing. You try. Wow, that's quite the position. I wish I saw you like this before I enlisted. What's that supposed to mean? Before I enlisted, I only knew you through the press. You were so friendly and lively. That's when I'm on the clock. This is me off the clock. If you don't know when to switch between the two, you're going to break down. I make sure to stay off the clock as long as I can so I don't break. I think you should do the same. Thanks for your concern, but I can't just... I see. I'm not trying to push anything on you. I apologize, but I learned a lot. Wait, did you uninstall the program? I'll try to tone down my advice from now on. Time to call it a day. She does it so she doesn't break. I guess that's one way to live. Although, that program is a little overkill. Okay, liebe Leute. Gegenseitig umbringen ist wieder vorbei. Jetzt ist erstmal Saufen angesagt gewesen. Das hat jetzt erstmal Priorität. Ich weiß ja, dass ich in dieser Situation nicht fragen sollte. Aber darf ich dir noch eine Frage stellen? Konntest du in letzter Zeit mal richtig von Herzen lächeln? Findest du lächeln? Ich bin mir nicht sicher. Ich lächle auf natürliche Weise, wenn ich jedermann um mich herum habe, denke ich. Ja, tut mir leid. Das war eine komische Frage. Du hast so ein süßes Lächeln. Ich bin einfach nur nostalgisch geworden. Ist sie echt unsere Mami oder wie? Worüber ich in meinen letzten Nachrichten geschrieben habe, hatte war mein Lächeln, als ich zur AS gekommen war. Ich hoffe, den Tag, an dem du wieder lächeln kannst. Bis spät. Sobald du in der Übergang beherrschst, möchte ich, dass du mit der Pia hilfst. Du siehst richtig schick aus und deine Frisur ist auch toll. Ich könnte dir einen Ratschlag geben. Nein, 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 auf keinen Fall. So wie du lächelst und sprichst, wenn du auf Sendung bist, könnte ich das niemals. Ich glaube aber, du hast es versprochen. Und wenn ich frisches Blut rekrutiere, wird das meine Freizeit noch verlängern. Wenn du das hier liest, wirst du vermutlich denken, das will ich sie also in Wahrheit. Und du wirst recht haben. Sag mir einfach Bescheid, ob du Interesse hast. Vielleicht irgendwann mal. Wie gesagt, wenn wir uns mal nicht gegenseitig umbringen. Okay. Mich wundert es immer noch, dass meine Teamstufe auf 1 ist. Sehe ich eigentlich irgendwo, wie viel ich noch machen muss, damit die auf Stufe 2 kommt? Oder es gibt so viele Menüs. So viele Menüs, die ich alle nicht kenne. Und warte mal, bevor wir jetzt weitermachen. Ich kann mich doch jetzt hier einfach bewegen. Dann würde ich nämlich... Oh. Bezirk, Versteck. Darf ich mich da einfach so hinbewegen? Ich meine, es ist lustig. Zum einen sind wir gefeierter Held, zum anderen sind wir irgendwie gejagt. Also irgendwie ganz strange alles. Bei meiner letzten Mission welche meiner mit echt schwierigen und schnellen anderen ausgestattet worden. Ich schätze, im Inneren des harten Panzers gibt es Schwachstellen. Könntest du mir zeigen, wie man sie besiegt? Jo. Möchtest du diese... Wo habe ich eine... Warte, wo habe ich eine aktive Mission? Ich habe meine eine Mission... Habe ich doch hier erfüllt? Ach, keine Ahnung. Ich nehme die jetzt einfach an. Ich nehme die jetzt einfach mal alle an, die Missionen, Mann. Das ist mir jetzt wurscht. So. Einfach mal, damit ich was habe hier. Ach so, ich muss wahrscheinlich die Mission dann ausrüsten. So. Famous Select Alkoholsammler. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was ich machen muss. Na, aber ich habe aktuell keine Mission ausgerüstet. Ich muss natürlich jetzt immer eine Mission muss ich jetzt immer ausrüsten, damit die aktiv ist. Also das ist ein bisschen doof gemacht. Es wäre einfach schöner, wenn ich einfach alle Missionen, die ich annehme, dass die einfach automatisch erfüllt werden, wenn ich das mache. Als ich vor der AS mit all den Explosionen anfing, wurde ich schwer verletzt. Siehst du den Nietnagel an meinem Zeigefinger? Dafür seid ihr verantwortlich. Wir können es hier erledigen. Du musst mir aber beweisen, dass es jetzt hat. Gib mir etwas von dem Erholungsgel.
Das ist ja schon ewig her, Mann. Und du hast so eine coole Kombination von Brille und Hütlein hier. So, und ihr seht, die habe ich jetzt gleich erfüllt, die Mission. Können wir gleich abschließen. Ein Max-Chili, ja gut. Aber dafür eine feuerfeste Barriere haben wir erhalten. So, da vorne haben wir noch eine Mission und das war's dann erstmal. When I first used the brain field, I was able to open it up with no problem at all. Do you think bias helped? Most likely. It heightens your emotional state. It's a beneficial system, but we mustn't forget the risks of using it. Das mit dem Gehirnfeld war lustig. So, oh, 50k, Mann, richtig. 50.000 wäre geil. So, angeblich gibt es ja getarnte andere, die weder von einem menschlichen Auge noch von einem Radar erfasst werden können. Ich werde besorgt, wenn sie sich der Stadt nähern, egal wie gut die AS die Umgebung macht. Gibt es nicht eine Kraft, die dir alles sieht? Kannst du sie benutzen? Wenn ja, möchte ich, dass du sie ausschaltest. Okay, das ist easy. Einfach nur einen unsichtbaren Gegner weghauen. So, ich habe keine andere Mission, und deswegen machen wir die Mission jetzt. Okay. Oh, das habe ich jetzt automatisch schon erfüllt, oder wie? Das macht gar keinen Sinn, weil ich habe die anderen Sachen doch sicher auch schon gemacht. Ah, nee, das ist jetzt was Aktives. Ryujin Bezirk Suho. Jetzt, ich würde das jetzt ganz gerne mal machen, weil das muss ich jetzt in Suho machen. Das kann ich jetzt nirgendwo anders machen, oder? Ah, ihr seht, das wird mir jetzt auch direkt markiert, dass ich da hingehen muss. Und vielleicht schaffe ich es auch mal irgendwann, die Mission auszuwählen. Gut zu wissen. Hä? Nee, warte mal. Ach nee, das ist jetzt nur zum Versteck. Warte mal. Wir sind mit Bezirk Suho. Ach, Empfangsposition. Nee, also es ist doch wurscht, wo ich die Mission annehme. Und ihr seht, ich kann halt immer nur eine Mission annehmen. Das ist echt doof. Weil es wäre so viel schöner, wenn ich jetzt sagen könnte, ich habe einfach alle Missionen und alle Missionen, die ich einfach ausgerüstet habe, die werden dann auch erfüllt, wenn ich was mache. Aber ich muss halt wirklich immer aktiv die Mission auswählen und ich vergesse das natürlich immer. Aber das wollte ich jetzt mal testen, weil ich vergesse das sonst immer. Gut, dann sind wir fertig. Weiter geht's mit der Story. I should try to get a little rest. A message from Major General Fubuki? It's Fubuki. I want an update on your situation. Rendezvous where we met previously. I got a message from Major General Fubuki. Did everyone else get it too? I did. I did too. I think he's talking about the safe zone. He said he's under surveillance, so I am sure he just wanted to play it safe. But Major General Fubuki is with Spring Pharmaceuticals. Right? Those ampules. Do you think he knows about that factory? It would be strange if he didn't. He might have a purpose for calling a meeting so soon afterwards. The fact that the OSF hospital prescribed the drugs must mean the government's getting products from that factory in some shape or form. Could Major General Fubuki be the go-between? Does that mean he's an enemy too? Even after everything he's done for us? It could just be one of the ways he goes about pretending to obey the government. We can sit here and doubt his intentions all day, but we're better off just asking. You have a big heart, Yuito. Your trusting nature is one of your most likable features. I should really follow your example. It's because he's sincere. I think our skepticism might provide him a nice balance. That might be true. Sorry to call you out here. While I accepted Luca's generous invitation the last time, I feel it would be dangerous for me to frequent your hideout. There's a good chance the team surveilling me will notice. We appreciate your consideration. Wataru told me what happened in Ceyron. I've also given the government a report that won't affect our activities. What? Is that safe? Your family is Spring Pharmaceuticals. That's precisely why I did. Reporting my own family's wrongdoings only gets the government to trust me more. Besides, Karin and I were the first ones to propose that research facility. What?
I think you already know about Alice. She's still being held in that facility as an other. We enticed Sayron in order to protect her, knowing full well they would abuse their research, the results of which were the ampules and the uprising. We were fools. What's going on with this country? Sayron may have incited an uprising, but there's still a new Himuka city just like ours. Suo's conducting human experiments, and Sayron is basically doing the same thing. All of it being done to develop new weapons to fight the threat of the others. One chose to strengthen powers, and one explored a method to control the others themselves. What are others, anyway? I've heard they suddenly began appearing after the Spring of Extinction, but not much is known about them still. That's true. I guess the only other thing we know is that they're created in the Extinction Belt. Some are saying they're wild animals that experience sudden mutations, but are they really wild? It's very possible that the government is hiding what they actually are. That is the crux of it. Huh? Even the public can sense something different about the others. So, focusing on that point will nullify the government's personality rehabilitation efforts. Like exposing a government secret to every new Himuka citizen? Just like my brother did in the uprising. Exactly. Karin and I once plotted to send a video of a human at the moment of being metamorphosed straight to the minds of every citizen. But we couldn't find any definitive video to serve as our evidence, and I was hampered after they threatened Karin. So that's why you let the government turn you into a spy? Yes. But now they should have Nagi's data from when Naomi was metamorphosed for research purposes. They took his memory when they subjected him to personality rehabilitation. Now that you mention it, Nagi seemed like he had no idea about Naomi's metamorphosis after he was discharged from the hospital. But wouldn't that cause brain damage? Extracting a specific memory is a dangerous process, but that's hardly even a concern to them. You all have the same memory of her metamorphosis, but attempting to digitize and extract it is too risky. That's why we need Nagi's stored memory data. It's already been extracted. We can send the data via Arahabaki to every citizen as proof of the government's inhumane acts. The people are ready to hear it. Can you access it? Yes. I received permission to enter the secure site while you were heading out to Sayron on your last assignment. I've been provided with a one-time use pass. Nagi's stolen memory. Where is it stored? I think they're storing it in the old OSF hospital you infiltrated before. I'm sorry for not having more concrete intel, but that facility was used to research powers. It's very likely it's there. Could you infiltrate the old hospital after the platoon has been reorganized? Reorganized? I forgot about that. I'm staying in Yuito, Platoon. This isn't the world I want either. I see. So Hanabi is the only one that needs to be transferred. No, I'll stay too. Are you sure? Staying with us could mean being targeted by the government. Then we'll deal with it if it comes to that. After all the awful things we learned, I can't just sit here and do nothing while my friends are trying to do something about it. You don't care if it brings trouble to your family? No. And I'm actually starting to suspect that it wasn't just my uncle who knew, but my father too. Thank you, Hanabi. Your help means a lot to me. I'll leave you to recover Nagi's memory from Naomi's metamorphosis. I'd like to go myself, but I don't want them revoking my access to Arahabaki, so I have to lay low for now. You've made a lot of waves, Yuito. You need to be careful. This will be your second time infiltrating the hospital. Yes, I will. By the way, I can send you some data to help you bypass the old hospital security system. I may not be as good as my sister, but I can still put together a program or two. Please use this to aid your infiltration. Thank you. Well, good luck. Also, wieder zurück ins wunderschöne Horrorkrankenhaus. Das war ein schönes Erlebnis schon beim letzten Mal und ich denke mal, dieses Mal wird es genauso schön werden. Beim letzten Mal haben wir Nagi getroffen. Lass uns mal überraschen, ob er immer noch da rummausert. I'm with you, Commander.
Commander Yuito. I'm really glad the whole platoon was able to work as a team. We're all in this together. You can't see it, but the other is still around. I need your help. Use SAS to find it. So, Mann! Ich muss mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Weg da! Wieso ist das Ding auf einmal eigentlich Level 34, Mann? Macht die Sache tricky. Ich glaube, ich muss irgendwann mal echt offscreen grinden, Mann. Wenn wir so weitermachen. Aber für den Fall der Fälle. Ja, oh, das ist wieder das da, oder? Nö. Nö. Doch, easy. Okay. Gut, kein Problem, alles gut. Was haben wir hier? Gehirnfeldausrüstung. Ich wechsle lieber auf mein Gelee. Ich traue dem Gelee mehr. Das Gelee hat mich noch niemals angelegt. Soll da wird wieder ein großer anderer sein, oder? Nö. So, und jetzt komm. Ah! Alter! Weg da! Drecksviech, Mann! Ja, sie haben den Boden doch versteckt, Mann. So. Deine Verbündeten können dich während des Kampfes rufen, sobald du das Vertrauen von ihnen gesteckt hast. Okay. Das. War ein verdammt cooler Move, Mann. Ist sie doch sowas gut, oder wie, man? Das hätte ich ja echt nicht gedacht, Mann. Nee, liegt doch daran, dass wir natürlich mit ihr die höchste Vertrauensstufe haben. So. Fühlt sich bei meinen Kameraden, fühlt sich das Leben nicht auf. Ja gut, die werden schon sterben. Hoffe ich mal. Die haben ihre eigenen Gele. So ein Gefäß, ihre eigenen Gele zumindest nicht kaufen. Was ist das? Aha. So. Also, Fubuki hier, ich muss wissen, wie es bei euch steht. Wir treffen uns gleich am Ort wie vorher. Okay, das haben wir schon. Blablabla, das ist nicht wichtig. Also, die Forschung des Humanexperiments H13 endet heute. Vor 5 und 10 Jahren wurden ergebnislos Tests durchgeführt. In Anbetracht des Alters der Versuchsperson wurde das Ende der Versuche beschlossen. H13 liegt jetzt nicht mehr in meinen Händen. Also werde ich von heute an versuche, an I07 helfen. Da ich wusste, dass I07 bereits einen Supervisor hatte, musste ich nicht... ob ich überhaupt gebraucht wurde. Aber nun verstehe ich. I-07 befordert besonders sorgfältig. Unsere Anweisungen lauten anscheinend, vorsichtig zu testen und die Sicherungsmaßnahmen zu verdoppeln. Das ist nicht ungewöhnlich, aber es ist auf jeden Fall anstrengend. Yuito, I can disrupt the security system with Major General Fubuki's program. You can proceed safely. Understood. Die goldene Frage ist natürlich, wer dieses Experiment gemeint ist. Wir wissen ja, dass Yuito ebenfalls hier, das mit dem hier rumgetestet wurde. Also, dass er als Kind krank war. So wurde es uns ja hier verkauft. Will ich wieder Items holen? Jo. Ich weiß. Ich will die Fähigkeit doch anmachen. Weg da! Ich liebe Gamers Kraft so sehr.
Also ganz ehrlich, mit Kasan ist es allein nur, weil du Gemmas Kraft nicht hast. So viel schwerer. So. Komm schon! Oh mein Gott, die anderen Viecher nerven zu sehr. Warte, welch Gott. So, bist du schon mal verbrannt hier? Oh, jetzt habe ich natürlich keine Pyrokinese. Der Move ist nett, Mann. Der Move ist nett. Der ist so nett, Mann. Ich hoffe, wir werden hier bald noch das Level von unseren anderen Kameraden hier aufrechterhalten. Weil das ist so praktisch, Mann. Oder wie? Du brauchst irgendwie mehr Leben, warte mal. Ausrüstung. So. Hanabi. Sie hat Gesundheitsschub. Das ist doch viel zu schlecht, Mann. Da. Oh. Das Geile ist, ich sehe nicht, wer das sonst ausgerüstet hat, gell? Toll. Kann ich nicht? Kann ich nicht? Warte mal. Kraft verbessern braucht sie eigentlich nicht. Das, was mich so nervt, Mann. Keine Ahnung, welcher. Ich habe das wahrscheinlich irgendeinem von den anderen Kameraden gegeben, die immer nur so Party sind. Bin ich mir ganz sicher. So. So. Was nervt es echt so, dass sich das Leben von denen nicht regeneriert? So. Ich weiß übrigens nicht mal, wo ich langlatsch, gell? Nur mal so als kleine Randnotiz. Aber okay, ist doch wurscht. Ich laufe. Ah, nee, ich muss sogar hier lang. Nee, nee, ist schon derselbe Weg wie beim letzten Mal. Ich dachte, ich laufe jetzt irgendwie den ewigen Umweg. Drecksig! Ich bin jetzt nicht in meinem Hirnmodi. Doch, ich bin in meinem Hirnmodi. Toll. Richtig sinnvoll. Gar nicht verschwendet. Naja, Leute, ist halt so. Jetzt, schaue ich nochmal in die Tauschbörse. Also ganz wichtig, die Geschenke, liebe Leute. Nein, ist auf blöd. Oh, wir können Prometheus Fackel 2 herstellen. Das ist gut. Hier kann man natürlich nichts herstellen, weil das wäre viel zu easy. Und zwar ein Plugin würde ich jetzt nochmal gehen. Nein, komm, weg da. Plugin, genau. Was haben wir hier? Kraftfeld 4. Ja. Kauf jetzt einfach mal. Ganz dreist. Ganz dreist kaufe ich das jetzt einfach mal. Und dann rüste ich das gleich bei ihr aus. Hat sie sich verdient, Mann. Muss man mal schauen. Nicht, dass sie bessere Items hat als ich hier. Ich habe nämlich Gesundheit. Oh mein Gott, ich habe nur Gesundheitsschub 3. Dann tut mir leid, dann kriegst du es nicht. Dann kriegst du. Dann mach halt erstmal das da. Oh mein Gott, das ist so nervig, dass man die Sachen nicht gegenseitig übertragen kann. So, Gesundheitsschub. Und dann hier kriegst du Gesundheitsschub 3. Und Kraftfeld 4. Okay, liebe Leute, machen wir an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's dann weiter und dann werden wir uns weiter hier in einem wunderschönen Krankenhaus umschauen. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.